Das mit der Augenhöhe will keine Frau. Sie sagen es vielleicht, wollen das aber unbewusst gar nicht. Sie wollen einen Typen, der es checkt. Die Typen, die lieb und nett sind, werden irgendwann ausgenutzt. Die springen dann mit Alphas, mit komischen Bärten in die Kiste. Natürlich wollen sie Alpha-Männer. Du laberst so eine Scheiße. Als Weichei Blue Pill wird es nix. Andi, ich muss sagen, dass ich dieses Video von dir liebe. Dieses ganze Gerede von Alphas, Betas, Gammas, Deltas, Blue Pill, Red Pill, MGTOW, das bringt mich echt durcheinander. Weiß teilweise nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, mein Lieber, und genau deswegen werden wir jetzt darüber reden, welcher verdammte Feta du sein sollst. Es geht darum, was Frauen wirklich wollen. Und ist das dieses ganze Alpha-Gelaber oder ist das einfach nur Schwachsinn? Ah, okay. Was glaubst du, werden unsere Antworten hier sein? Als allerersten Punkt, zunächst mal hallo, mein Name ist Andy Friday, Makako Kim an meiner Seite. Wir beide heute wieder hier für dich, damit du lernst, wie du mit Frauen umgehst, souverän bist und so auch die Frau deines Herzens eroberst. Und lass dir eins gesagt sein. Die Männer, die glauben, sie müssten mehr Alpha sein, schaffen nämlich genau das, die Frau ihres Herzens zu erobern. Nicht. Nö. Ich kenne all die Typen. Super, jetzt habe ich Wasser verschüttet hier. Schau mal, wir sind heute richtig aufgeregt. Guck mal, meine ganzen Festplatten, alles ist jetzt hier nass geworden. Und ich werde aber hier weiter drehen. Schau mal, das sind die Karten, die ich letztes Mal hier in dem Video gezeigt habe. Wir sind alle ein Geschenk. Tut mir echt leid. Costa, die Dinger sind jetzt komplett nass. Du bist ein Geschenk. Ich bin ein Geschenk. Wir sind alle eins Geschenk. So, nass geworden und wir machen trotzdem weiter. Ich will nur hier das Bild von meiner Freundin retten und dann... Oh nein, ja. Jackie! Sofort weiter, denn Festplatten, denen geht's allen gut. Passt schon. Also, meine Lieben. Technische Probleme. Für jeden, dem das zu chaotisch war, ich hoffe, ihr habt vorgespult, jetzt geht es nämlich weiter. Warum haben die Männer, die glauben, dass sie Alphas sein müssten, keinen Erfolg in der Liebe? Und das meine ich genauso, wie ich sage, keinen Erfolg in der Liebe. Ich werde dir ein kleines Geheimnis erzählen. Ich kenne fast alle Flirt-Coaches im deutschsprachigen Raum. Diejenigen, die dir sagen, du müsstest mehr Alpha sein, du bist noch nicht gut genug. Du verhältst dich nicht so wie ein richtiger Mann. Hast du denen einmal ins Gesicht geschaut, während sie dir das sagen? Hast du sie einmal lächeln sehen? Hast du irgendwann mal in ihren Social Media Kanälen oder sonst wo erlebt, dass sie mit einer Frau eine richtig schöne Beziehung führen und irgendwelche Partnerbilder zeigen, so wie ich gerade dir das Bild von meiner Freundin und mir gezeigt habe? Hast du sowas jemals gesehen? So ein tiefenentspannter, glücklicher Mann in einer Beziehung von diesen ganzen Alphas? Nee, gell? Du siehst Bilder, entweder wo sie mit gar keinen Frauen zu sehen sind, sondern einfach nur richtig schön männlich dastehen oder mit spärlich angekleideten Models. Okay, damit das Image schön nach draußen gezeigt wird, was du alles erschaffen kannst als Alpha. Aber eine schöne Beziehung auf Augenhöhe schaffen die alle nicht. Und ich sag dir auch warum. Wollte ich gerade fragen, woran liegt das? Der Grund ist ziemlich erschreckend. Denn das Ganze funktioniert nämlich wie eine Droge. Ja? Wenn du als heranwachsender junger Mann es nie geschafft hast, bei Frauen attraktiv rüberzukommen und du wurdest immer wieder in die Friendzone gesteckt und Frauen hatten kein Interesse an dir als sexuellen Partner, als Freund, dann wirst du vielleicht, so wie es manche Männer gemacht haben, irgendwann eine Aversion gegen deine alte Persönlichkeit, gegen deine alte Persona entwickeln. Und du wirst sagen, so wie ich war, das war schwach, das war nicht männlich, ich muss anscheinend ganz anders werden, ich bin nicht gut genug. Und hier haben wir Fehler Nummer 1. Was meinst du? Nie wieder. Nie wieder, nie wieder zurück in die Vergangenheit. Genau, nie wieder diese Fehler machen. Und hier haben wir diesen Fehler Nummer 1. Sie akzeptieren nicht, was wirklich in ihnen steckt. Okay? Sie akzeptieren nicht ihre echte Persönlichkeit, die tatsächlich, und deswegen, ich habe nichts gegen diese Männer. Ich habe auch nichts gegen dich, wenn du gerade verwirrt bist und glaubst, ich müsste mehr Alpha werden. Denn ich weiß, das kommt aus einer guten Ecke deines Herzens. Diese Männer wollen eigentlich Zuneigung, Liebe, gesehen werden, gehört werden, Zweisamkeit, Intimität. Aber sie schaffen es nicht und deswegen werden sie frustriert und sagen, weißt du was, dann gehe ich eben meinen eigenen Weg, scheiß auf alle anderen und nehme mir Rollenbilder, Vorbilder, die irgendetwas anders machen, als ich es aktuell mache. Nämlich genau das Gegenteil. Okay. Und was dann passieren wird, ist,
Dadurch, dass sie sich mehr auf ihre eigene Persönlichkeit fokussieren, dass sie sich auf das Wachstum fokussieren, anders zu werden, zu wachsen, ins Fitnessstudio zu gehen oder sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen oder in ihrem Job Gas geben oder. Dadurch, dass sie das machen, werden sie in der Tat attraktiver. Aber es ist nicht das, was sie erreicht haben, was sie attraktiver macht, sondern dass sie ein Ziel haben, das sie verfolgen. Dieses Ziel kann in der Tat Selbstverbesserung sein. Okay. Hier kommt jetzt dieser Irrglaube Nummer 1. Aufgrund dessen, dass sie jetzt bei Frauen besser ankommen, glauben sie, davon muss ich mehr machen. Das ist der heilige Gral. Und wenn sie anfangen, mehr davon zu machen, fangen sie an, mehr von den Frauen kennenzulernen, die genau auf diese Art von Persönlichkeit, nämlich ein Macher oder irgendwann wird aus dem Macher ein Macker, auf diesen Macker stehen. Das heißt, am Anfang war das noch ein gutes Ziel und dann wurdest du aus diesem Macher wurde irgendwann mal ein Macker. Und das ist nicht mehr das, was eine Frau, die eine gesunde Beziehung möchte, mit einem Mann eine Zukunft aufbauen will, nicht sucht. Das heißt, diese Männer finden immer mehr und mehr diese Arten von Püppchen, Barbie-Puppen, die du dann eben so spärlich bekleidet siehst, weil die Frauen wollen genau dasselbe, was der Mann anscheinend dann will. Sie wollen, und das sind beides Individuen, die keinen hohen Selbstwert haben. Die kein Selbstbewusstsein haben. Und aufgrund dessen suchen sie ihre Bestätigung im Außen. Wenn sie ihre Bestätigung im Außen suchen, dann bekommen sie Bestätigung durch ihr Äußeres. Das heißt, sowohl die Alphas, Männer und auch die Frauen werden immer oberflächlicher, sehen auch immer oberflächlicher aus und finden zueinander. Wow! Und dann passiert genau das, was der erste Kommentator hier, den ich hier vorgelesen habe, dann denkt. Der denkt dann nämlich, es funktioniert. Das ist, was Frauen wollen. Aber was er nicht dabei bedenkt, ist, warum habe ich eigentlich es seit Jahren nicht mehr hinbekommen, eine glückliche Beziehung aufzubauen? Warum sind all meine Affären so schnelllebig und keine Frau will wirklich bei mir bleiben? Irgendwie treffe ich auch nicht die Frauen, die ich wirklich will. Wo sind diese ganzen Qualitätsfrauen? Das ist genau diese Verbatim. Das ist genau der Wortlaut, den ich immer wieder höre von diesen Männern. Ja? Qualitätsfrauen. Was ist eine Qualitätsfrau? Viele von ihnen kommen dann übrigens auch zu uns ins Coaching oder fragen dann hinter verstohlener Hand mich um Rat, weil sie endlich wissen wollen, wie sie diese Tiefe hinbekommen in ihren Beziehungen. Manche von ihnen konnte ich helfen, andere wollten nicht geholfen werden, wollten die Wahrheit nicht sehen und haben immer noch Probleme mit ihrem Blutdruck und so weiter. Und das ist genau das Problem. Dadurch, dass sie anfänglich Erfolg haben, also tatsächlich Frauen ihnen mehr Aufmerksamkeit schenken, ist das wie die Droge und sie machen mehr und mehr und mehr davon. Denken, okay, das ist das, was funktioniert hat, muss ich mehr machen, muss ich mehr auf mein Äußeres Acht geben, muss noch mehr dominieren, muss noch mehr Alpha sein. Und während sie das so machen, stoßen sie all die Frauen, die einfühlsam sind, stille Wasser, die tief sind, die vielleicht künstlerisch begabt sind oder auch einfach nur sich ein wenig intellektueller mit dir unterhalten wollen, von sich ab. Diese Frauen wollen mit ihm nichts zu tun haben. Und das sind dann eben die Partnerschaften, die sehr schnell in die Brüche gehen. Das heißt, wenn du es schaffen möchtest, eine Frau für dich als Freundin zu gewinnen, mit der du eine Beziehung, eine Zukunft, eine Familie aufbauen kannst, dann darfst du nicht denselben Fehler machen. Und es ist verlockend, weil diese Männer, die haben natürlich, das sieht ganz pompös aus, die haben tolle Bilder, da sind Frauen auf den Bildern und dann glaubst du dir, wow, so genauso will ich auch sein. Die haben so eine Art zu reden, verstellen ihre Stimme etwa, machen sie ein paar Oktaven tiefer und du glaubst dir, okay, alles klar, so muss ich wohl werden, weil so wie ich aktuell bin, bin ich nicht gut genug. Fall nicht auf diesen Trick rein. Du bist schon längst gut genug. Das, was nicht funktioniert hat, war, dass du eine oder zwei Eigenschaften dieser Typen nicht auch verkörperst. Nur ein oder zwei Eigenschaften. Du musst nicht genauso werden wie sie. Diese zwei Eigenschaften, das sind Eigenschaften, die du schon längst hattest als Kind.
die schon längst in dir stecken. Das ist Mut und das ist Unabhängigkeit. Wenn du diese Eigenschaften in dir wieder aktivierst, mutig zu sein, ein paar Sekunden länger als die anderen, den Schritt zu gehen, den die anderen sich nicht trauen, auf diese Gruppe Frauen zuzugehen, dich vorzustellen, zu fragen, wer die alle sind. Wenn du dich das traust, dann werden die sogenannten Alphas da hinten stehen mit ihrem Drink in der Hand und neidisch in der Gegend dumm rumglotzen. Und das habe ich schon 1000 Mal gesehen bei uns im Coaching. Die Männer, die sich das trauen, die unterscheiden sich von allen anderen. Zweitens, emotionale Unabhängigkeit. Das bedeutet, dass es dir egal ist, ob du dafür gemocht wirst, was du tust. Genau hier verwechseln die ganzen Möchtegern-Alphas das damit, dass dir alle anderen scheißegal sein müssten oder Frauen dir egal sein müssten. Das ist nicht der Fall. Die treiben es auf die Spitze. Hier, wieder. Die Drogen sind im Spiel. Ja? Also diese mentale Droge. Es ist diese Scheiß-Egal-Mentalität, die viele einfach besitzen. Sagen, okay, ich bin eh der Hammer und mir ist vollkommen egal, was für eine Meinung du von mir hast und was du von mir hältst, weil ich krieg dich sowieso. Und wenn ich dich hab, kannst du dankbar sein, dass ich überhaupt Zeit mit dir verbringe. Du musst dich mir ständig beweisen. Und wenn du dich nicht beweist, dann schicke ich dich weg, schmeiße ich dich raus und hole mir die nächste. Das ist diese kranke, und ich sage ganz bewusst, kranke Einstellung, die keine lange Haltbarkeitszeit hat. Das reicht vielleicht für eine Wochenendbeziehung, eine Kurzaffäre, aber niemals, um eine Beziehung zu führen, die vielleicht sogar Jahre oder ein ganzes Leben halten kann. Das geht einfach nicht, weil das Ganze beruht nur auf Druck. Und auf ständigen Druck folgt entweder Gegendruck oder eine Seite gibt auf. Und das passiert ständig. Genau. Verführung ist ein Tanz, welcher in der Tat mit einem kleinen Impulsmechanismus funktioniert. Ja, diesen kleinen Druck. Kein Druck. Wie beim Tanzen. Du gibst einen kleinen Impuls. Hier, wir drehen uns jetzt so, jetzt drehst du dich. Das ist ein angenehmer Tanz. Zerrst die Frau nicht hin und her. Und genau so ist Verführung für Frauen angenehm. Ganz leicht. Das sind ganz leichte Impulse, die du sagst. Am besten ist das zu vergleichen mit Vorschlägen. Du gehst auf eine Frau zu, du stellst dich hier vor und machst ihr den Vorschlag im Laufe des Gesprächs. Nicht direkt am Anfang, sondern erstmal willst du, dass ihr ein schönes Gefühl untereinander habt. Und im Laufe des Gesprächs machst du ihr den Vorschlag, gemeinsam was zu unternehmen. Ja? Das ist der Unterschied zu dem Dominieren, zu dem, hey, ich mach das so und ich mach das so und ich mach das so. Warum aber diese sogenannten Alphas, die so sein wollen, denken, dass das die ganze Zeit wichtig wäre, weil sie eben nur bis zum Sex kommen. Das heißt, während dem Sex, beim Sex, und da gibt es natürlich ganz viel Literatur, die du dir anschauen kannst, die ich gar nicht schlecht reden möchte, dass Frauen tendenziell in der Tat auf dominante Männer im Bett stehen oder Männer, die führen können. Nicht alle über einen Kamm geschert, aber wenn du solche Bücher liest wie My Secret Garden von Nancy Friday, dann wird dir ein Licht aufgehen, was solche kleinen Fantasien von Frauen sind und was das beinhaltet. Und in der Tat ist die Führung durch einen Mann oder Führung durch eine andere Person in der Tat eine sehr häufig genannte Komponente. Und was diese sogenannten Alphas dann glauben, ist, ich müsste das die ganze Zeit machen, wie Makako gerade gesagt hat. Druck, Druck, Druck. Ich muss die ganze Zeit führen, die ganze Zeit dominieren, die ganze Zeit zeigen, wer hier der Macker ist. Das ist Schwachsinn. Ja? Die Menge macht das Gift. Und das ist einfach deutlich zu viel. In der normalen Interaktion, da ist Freundlichkeit, Empathie, all die Dinge, die du sowieso hast, Zuverlässigkeit, Humor, Tiefe, das ist gefragt. Und hier komme zu dem... Diplomatie? Erklär mal. Nun, ich erinnere mich da an eine individualpsychologische Dokumentation, die ich gesehen habe. Da ging es wirklich tatsächlich um diese Alpha-Theorie, die es wohl geben soll. Angeblich. Die es aber tatsächlich nicht gibt. Kein Alpha, es gibt keine Alphas, die führen oder geführt haben. Jemals in der Geschichte. Bei Menschen. Bei Menschen. Ja. Bei Menschen. Korrekt. Es gibt diese keinen Theorie. Politiker, keinen Monarchen, keinen Diktator, der es durch Druck
und Kraft allein geschafft hat, sich an der Macht zu halten. Korrekt. Jeder, der das versucht hat für längere Zeit, ja, da gibt es ja so den Adi zum Beispiel hier in Deutschland, die haben es nicht lange geschafft, für eine gewisse Zeit. Diese dann Theorie, ich mal, wenn ich an diese... Ich weiß nicht mehr, der lebt noch, dieser Wissenschaftler, der diesen Alpha-Mythos geprägt hat. Und der verbringt jetzt gerade seine Zeit damit, von Vortrag zu Vortrag zu rennen und sich zu verbessern, also zu korrigieren und zu sagen, hey, das wurde komplett falsch verstanden. Das, was ich beschrieben habe, was bei den Wölfen als Alpha-Tiere verstanden wurden, das wurde total aus dem Kontext gerissen und verbastardisiert. Das gibt es so bei Menschen nicht. Der Alpha ist derjenige, und das kann auch der Schwächste im Rudel sein, der sich mit den anderen am besten versteht. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist das sozialste Wesen, welches dann zum Schluss die besten Karten hat, das Rudel auch anzuführen oder einfach, es gibt manchmal auch nicht Männchen, sondern auch mal Weibchen, die das Rudel anführen oder ein Mischpaar oder ein Konstrukt aus verschiedenen. Und es ist das soziale Geflecht, was am besten funktioniert. Ja, genau da sind wir bei diesen Eigenschaften, die ich gerade genannt habe. Und das kannst du nachschauen. Google einfach mal, wer hat Alpha-Theorie erfunden oder was weiß ich. Ich weiß es gerade nicht, aber wenn ich mich daran erinnere, tue ich das natürlich dir hier in die Kommentare und dann kannst du selber nachschauen, weil das ist überholt. Das ist Schwachsinn. Ja? Frauen wollen keinen Alpha. Frauen wollen einen Mann, der zu sich selber stehen kann, der keine Angst hat, sich so zu zeigen, wie er ist, auf andere zugehen kann, und dann empathisch mit ihnen ist. Sie versteht, sie verstehen möchte. Entlang dieser kleinen Impulse, die du setzt, passiert Verführung. Verführung ist nichts weiteres, als dass du ihr das Gefühl gibst, dass sie sich bei dir wohlfühlen kann und sich bei dir frei entfalten kann. Und wenn du echtes Selbstvertrauen hast, was die Typen nicht haben, weil sie diese Seite an sich, diese einfühlsame Seite an sich, nicht akzeptieren und schlecht reden wollen und von sich wegschieben wollen. Wenn du diese Seite an dir zeigen kannst, dann bist du selbstbewusst. Und das ist, was sie braucht, damit sie sich bei dir fallen lassen kann. Und mit diesem Selbstbewusstsein bist du ganz anders in deiner ganzen Statur, in deinem ganzen Auftreten. Du gehst, wenn du selbstbewusst bist, schon längst davon aus, dass sie dich mag. Das heißt, du bist schon charmant, du bist schon flirty, du bist schon leichtherzig. Und das sieht sie, das findet sie interessant. Und dann wirst du feststellen, dass viele Frauen sich in deiner Gegenwart auch fallen lassen wollen. Wollen. Du musst dann gar nicht mehr viel tun. Sie wollen sich bei einem Mann fallen lassen, der ihnen das ermöglicht. Und da kommst du ins Spiel. Aber wenn du mit dieser Druckkacke arbeitest und du glaubst, dass du nicht gut genug bist, wie willst du dann selbstbewusst werden? Wenn du darauf hörst, dass du als Mann noch das und das und das haben musst, diese Eigenschaften brauchst du als Mann, sonst bist du kein Alpha. Wie willst du dann selbstbewusst genug sein? Das ist Coaching durch Terror, Coaching durch Angst. Mein Lieber, wie fühlst du dich denn, wenn du das hörst? Wie fühlst du dich, wenn du das siehst, liest? Fühlst du dich dann besser? Fühlst du dich gestärkt? Unser Job als Coaches sollte doch sein, dass du dich gestärkt fühlst in deiner Haut. Dass wir dir wieder das Selbstvertrauen geben, dass Frauen tatsächlich auf intellektuelle Männer stehen. Das heißt, mein Lieber, du kannst entscheiden, wer du sein willst. Willst du ein Alpha sein? Dann entscheide du, was ein Alpha ist. Ein selbstbewusster Mann braucht nicht von außen die ganze Zeit Bestätigung haben. Er braucht nicht immer wieder andere Leute zu verfolgen und zu hören, oh, so und so sollte ich sein, okay. Das ist nicht das, was du suchst. Wenn du Männlichkeit suchst, dann ist das nicht das. Es ist okay, emotional zu sein, solange du dazu stehst. Und für die Zuschauer, die jetzt sagen, hey, das stimmt aber nicht, ich habe dieser einen Frau meine Emotionen gezeigt, danach hatte sie kein Interesse mehr an mir, da weiß ich, dass du Regel 2 gebrochen hast. Du warst nicht unabhängig. Dir war es nicht egal, wie sie darauf reagiert. Wenn du deine Emotionen zeigst, wenn du dazu stehst und sagst, naja, so ist es jedenfalls bei mir, Gott hat mich so erschaffen, ich habe keine Ahnung wieso oder ich habe keine Gebrauchsanleitung bekommen, aber so bin ich. Tja. Ich werde mich dafür aber nicht entschuldigen. Dann ist das attraktiv. Dann bist du in deiner Haut zu Hause. Und das ist, was sie sehen möchte. Du musst verstehen,
Diese ganze soziale Dynamik von Anziehung und Vertrauen und Verführung, die basiert mehr oder weniger auf einem Naturgesetz, und das ist das Gesetz der Gefühlsübertragung. So wie du dich fühlst in einer sozialen Situation, wird sich auch dein Gegenüber fühlen. Das ist derselbe Grund, warum, wenn jemand in deiner Nähe auf einmal nervös hin und her guckt, du auch nervös wirst, du auch das Gefühl hast, okay, was stimmt hier nicht, warum hat der Angst? Es ist, ist derselbe Grund, warum Frauen, die einen Mann sehen, der gerade von Frauen umringt ist, das Gefühl bekommen, oh, anscheinend muss er ja attraktiv sein, weil die fühlen sich ja alle wohl bei ihm, dann fühle ich mich auch bei ihm wohl. Es ist derselbe Grund, warum, wenn jemand dich mit großem Lächeln anschaut und in der Güte seines Herzens einfach nur ein schönes Gefühl dir ins Gesicht ebenfalls zaubern möchte, du nicht anders kannst, als ein klein wenig ebenfalls dieses gute Gefühl zu spüren. Das ist das Gesetz der Gefühlsübertragung. Wenn du dich wohlfühlst in deiner Haut, wird sie sich wohlfühlen bei dir. Und das ist das ganze Geheimnis. Wenn du es schaffst, okay zu sein mit dem, der du bist, mit den Gefühlen, mit den Emotionen, mit den Stärken, mit den Schwächen, und du trotzdem mutig sein kannst und es dir egal ist, wie andere auf dich reagieren, weil du daran glaubst, dass du Gutes tust in der Welt, du willst für andere da sein, du bist hilfsbereit, bist zuverlässig. Du sagst einer Frau, wenn sie wunderschön aussieht. Du sagst einer Frau, wenn du sie magst. Du sagst dir, wir zwei waren noch nicht auf einem Date. Warum eigentlich nicht? Wir zwei wären hervorragende, wir wären ein super süßes Pärchen. Ich glaube, unsere Kinder würden hier überall rumrennen und die würden wahrscheinlich lauter Unfug machen. Ich glaube, es wäre eine coole Sache. Wenn du das sagen kannst, wenn du dich traust, das zu sagen, dann bist du all das, was diese Alphas, Bravos, Feta-Käse und was weiß ich alles sein wollen. Dann bist du ein Mann. Dann bist du auch eine Frau. Also wenn eine Frau zuschaut, weil diese Regeln, die sind universell, die sind unisex. Wenn du zu dir stehst und es dir egal ist, was andere über dich denken, das ist derselbe Ratschlag, den ich meiner Freundin und anderen Frauen, die zu mir kommen und Rat wollen, genauso gebe. Steh zu dem, wer du bist, zu deinen Werten. Sag, wenn du etwas willst, sag genauso, wenn du etwas nicht willst. Wenn diese eine Frau, mit der du dich immer wieder treffen willst, aber sie will sich anscheinend, macht sie dir das Leben schwer, will sich irgendwie nicht mit dir treffen, hält dich an der langen Leine oder an der kurzen Leine, und du willst das nicht, dann steh dazu. Dann sag das. Das kannst du leichtherzig machen. Wir empfehlen immer zu flirten, weil flirten ist der Schlüssel, dann eben auch bei ihr diese Leichtigkeit hervorzurufen. Oder wenn das ganze Flirten sich nicht mehr gut anfühlt, weil sie hat keine Lust mit dir zu flirten, sie antwortet darauf nicht, dann setze einen Schlussstrich. Warum tust du dir das noch an? Das hat nichts mit Beta zu tun oder Alpha zu tun. Das hat einfach nur etwas damit zu tun, dass du Werte hast. Und das kann jeder Mann, dünn, klein, groß, schlaksig, keine Haare auf dem Kopf, ganz viele Haare auf dem Kopf, einmal bitte zu Makako schneiden. Völlig egal wer, jeder Mann kann zu seinen Werten stehen. Und die hast du auch, mein Lieber. Wenn du nicht weißt, welche Werte es sind, dann geh einmal in dich und frag dich, welche Werte du hast. In unserem Coaching gehen wir da ganz, ganz, ganz spezifisch rein, weil genau so filterst du ja auch bei den Frauen, die du magst, ob sie deinen Werten entsprechen. Und dann gibt es Filterfragen. Und dann gibt es natürlich auch Elemente der Leichtigkeit, Flirt-Elemente. Da gibt es ganz viel, das du lernen kannst, um bei ihr einen leichteren Zugang dazu zu haben, einen angenehmen Austausch mit ihr zu haben. Das ist alles. Verführung ist mehr oder weniger der nächste logische Schritt. Und genau das bringe ich dir bei. Es geht nicht darum, dich zu verändern, jemand zu werden, der du nicht bist. Du bist schon längst gut genug. Aber jetzt darfst du anfangen, dich selbst kennenzulernen, dich selbst zu führen, damit du anderen verführen kannst. Und das ist das Geheimnis, was du lernen solltest. Verführung durch Selbstführung. Das ist alles. Klick hier, wenn du dieses Video sehen möchtest, um dich zu motivieren, warum Frauen nicht auf Alphas stehen, dann klick dieses Video an. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Heute keinerlei Werbung. Komm nicht zu uns, zu den Flirt-Spezialisten. Schau es dir einfach an. Bitte glaub nicht diesen ganzen Alpha-Schwachköpfen. Ciao.